Heute machen wir Hähnchenkeule mit Heidelbeerrotkraut und Berglinsen. Das war der erste Streich. Die Zwiebel schälen und schneiden. So, was nimmt man raus? Dann haben wir noch die Heidelbeermarmelade. Ordentlicher Schwapp. Mischbaum. Teelöffel. Zwei große. Abschneiden. Kann noch was rein. Und zum Schluss noch ein Stück Butter. Rühren, ruhen lassen. Die Hähnchenkeulen gut salzen und anschließend in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad grillen. Bald das Rosmarin vergessen. Das ist ja nicht schlimm, kann man ja nachträglich reintun. Und für die Rotweincreme noch ein bisschen Paprika in die Soße. Und vergesst mir den Rotwein nicht. Muss ja kosten, ob es der richtige. Und weil es ein Hähnchen ist, Curry nicht vergessen. Man gebe auch die vorgeweichten Linsen in einen Topf. Und die Linsen mit Wasser bedecken. Das ist aber kein Wasser. Wieder erwischt. Sowie ein paar Spritzer weißen Balsamico. Kein Salz, nur noch etwas Pfeffer. Und in die Linsen drüber eine Zehe geräucherten Knoblauch. Und jetzt noch mein Spezialtrick: die Knoblauch-Chili-Creme in die Linsen. Aber höchstens einen Zentimeter.